Der Gesandte des Rates war tagelang durch die Wüste geirrt. Hier, an den Wurzeln der Menschheit, war er auf der Suche nach einem Hinweis, wie die dunklen Schatten besiegt werden konnten. Jenes Böse, das mit seinen Tentakeln nach den Herzen der Menschen griff und sie zu vernichten drohte. Als er die Hoffnung schon aufgegeben hatte, fand er sie endlich. Die alten Schriften, von denen der Rat erzählt hatte. Eingemeißelt in Stein überlieferten sie die Geschichte von 8 mächtigen Bauwerken. Damals, als vor Äonen das Böse schon einmal die Welt zu vernichten drohte, hatte man diese Weltwunder errichtet. Eine mächtige Kraft lag in ihnen verborgen. Eine Kraft, die damals die Schatten besiegt und sie von der Erde vertrieben hatte. Doch im Laufe der Jahrhunderte waren die Weltwunder zerfallen und ihre geheimnisvolle Macht war geschwunden. Der Gesandte konnte nur hoffen, dass der Rat wusste, was zu tun sei. Erschöpft machte er sich